Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World 4, beziehungsweise zur Premierenfolge Train Sim World 4, der Danny spielt das. Endlich geht's los, endlich ist es soweit. Train Sim World 4 hat das Licht der Welt erblickt. Zumindest für alle, die vorbestellt haben. Der 21.09.2023, 19 Uhr. Und es geht los und ich finde, dieses Intro hat es schon mal in sich. Mega geil. Aber ich muss ganz kurz dazwischen funken, weil ich halt den Ton etwas leiser machen muss. Weil es ja ein neues Spiel ist und sonst versteht ihr mich alle nicht. So. Würde sagen, dann geht's los. Müssen uns natürlich hier anmelden. Das mache ich mal ganz kurz ohne euch. Versteht sich von selber. So, weiter geht's ins Hauptmenü. Und so stellt sich dieses Menü dar. Ihr seht, das ist ja im Prinzip nichts anderes als in Train Sim World 3. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Zughalle. Und ja, nehmen wir uns den Fahrplan, nehmen wir uns die Vectron, gehen dann auf Nahverkehr Dresden und was nehmen wir uns? Ja, das nehmen wir uns. Fahren Sie diesen Güterzug von Röderow nach Dresden. Das machen wir 21. September. Dann würde ich sagen, harren wir der Dinge und schauen mal, was passiert. Ich habe es im Übrigen gerade mal ein bisschen angetestet. Auf der anderen Strecke Vorarlberg. Nicht das Schaffen erhalten. Güterzug Röderau Dresden, es ist 9:05 Uhr. Fahren Sie diesen Güterzug von Röderau nach Dresden. Fahren werden wir die Baureihe 193 Vectron 975,7 Tonnen schwer, 37 Wagen im Zugverband, 573,7 Meter lang auf der Strecke Dresden-Riesa-Riesa Dresden. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir diesen Zug überhaupt erstmal aufrüsten. Zwar müssen wir dazu erstmal den Hauptschlüssel einstellen, beziehungsweise auf ein machen. Die müssen wir auf angeschlossen machen, das müssen wir nach vorne machen. Ich weiß nur leider nicht, wo hier die AFB eingeschaltet wird. Das habe ich leider noch nicht rausgefunden. Aber ja, auch das wird mir noch gelingen. Hoffe ich. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal so mit der Fahrt. Lösen die Bremse. Und also ich weiß noch nicht genau, wo hier die AFB eingeschaltet wird. Ich euch leider nicht bedienen im Moment, aber das werde ich schon noch rauskriegen. Naja, fahren wir erstmal los, würde ich sagen. Ist hier oben noch auf dunkel. So, dann, ach ja, die Zugsicherungssysteme selbstverständlich. Gehört ja dazu. Und dann würde ich sagen, auf geht's, lösen die Bremse, haben wir schon, dann geht's los. Was verkehrt? Warum fahren wir nicht?
Hat doch alles. Was ist denn los? Warum fahren wir denn nicht? Endlich. Die Schlitte schleppen, ja. Zugbeeinflussung. So, mehr 70 dürfen wir nicht fahren, weil da müssen wir erstmal hinkommen. Ein wunderschönes Menü, wie ich finde. Na, immerhin fahren wir jetzt. Also wenn ihr den AFB-Schalter findet, sagt mir gerne Bescheid, weil ich weiß es leider noch nicht, wo ich den finde. So, 45 soll man nicht überfahren. Oder sind wir ja noch lange nicht. Das Pfeifen hier, beziehungsweise das Piepen, das ist die SIFA. So, haben jetzt 3 Kilometer bis Glaubitz über den Ort, sollen wir fahren. Ein bisschen Leistung müssen wir haben, ich bleibe mal gleich stehen. So, das ist wieder quittierpflichtig. Natürlich drücken. So, können es befreien, das ist sehr gut, da können wir ein bisschen weiter aufschalten. Beeinflussung. Wir sind ja mehr in 60. Natürlich nicht vergessen. So, ein bisschen Steigung. So, jetzt geht es ein bisschen einfacher. Sind wir auch gleich schon in Glaubitz, beziehungsweise ja in Glaubitz, mal Taste T, genau, ah ja, das ist wie beim TSW 3, hier ist die Mitte, weiß ich nicht, rechts weiter, ah ja, okay, alles klar. Das ist über 120, das heißt, wir können ein bisschen weiter aufschalten, die Sicht verdrücken natürlich. Also wir haben einen Güterzug, sollte man vielleicht eine schneller als 100 fahren. Spitzensignale brennt, wunderbar. Beziehungsweise leuchtet. Ach, da war eine Diesellok, wie süß. Habt ihr sie gesehen? Manche Dinge ändern sich nie. Mega geil, die Vectron. Mega geil.
fließend in den Hauptstrahl, um Strom von der Oberleitung zu beziehen? Habe ich doch. Ich veräpple. Wieso? So, nächstes Ziel ist in Nünchritz. Eva? Wieso war denn der Hauptschalter aus? Hä? Von der Hauptschalter wären wir doch gar nicht losgefahren. Da gehe ich jetzt nicht durch. Wie gesagt, nächster Ort Nünchritz, über den wir fahren. So, und die Strecke Dresden-Riesa soll ja ein Upgrade erhalten haben. Was läuft denn da jetzt links für beiden ab? Wisst ihr das? Ich weiß es leider nicht. Vielleicht, dass wir uns dem Ziel nähern, das könnte ich mir vorstellen. Es könnte natürlich sein, dass der Balken dann immer weniger wird in den Balken, da links neben dem Pfeil, links neben dem Pfeil. Wenn der abgelaufen ist, haben wir das Ziel erreicht. Aber passiert ja nichts, wir sollen ja eh drüber fahren. Ja, das hat mit dem Ziel zu tun. Wenn der abgelaufen ist, haben wir das Ziel erreicht. Ah, sehr schön. Daran kann man das also sehen. Wieder ein neues Feature. Also noch ist der Balken da schwarz-weiß und wenn wir uns dem Ziel nähern, dann wird er rot und läuft nach unten ab. Das heißt, wir nähern uns dem Ziel. Auch ein sehr, sehr schönes Feature, muss ich wirklich sagen. Dann ist das Ziel weiß ich. Bei großen Hainer in Dresden Mitte. Das Szenario ist jetzt einfach mal, um euch das zu präsentieren, um euch die Strecke zu präsentieren, beziehungsweise die Strecke an sich ist ja bekannt, aber mit dem Upgrade und um euch natürlich auf jeden Fall auch die Vectron zu präsentieren. Eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Lok. Falls ihr euch interessiert, wie sie hergestellt wird, es gibt da auf YouTube ein sehr interessantes Video zu. Habe ich auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Schaut mal in die Community. Müsst ihr ein bisschen runterscrollen, da findet ihr das. Und da könnt ihr euch anschauen, wie die Vectron gebaut wird. Eine sehr interessante Doku, wie ich finde. Für alle die, die sich dafür interessieren, wie so eine Lok hergestellt wird. Da wir ja jetzt gerade die Vectron spielen und fahren dürfen, ist das vielleicht ganz interessant auch zu wissen, wie die gebaut wird. So, jetzt fahren wir über Weißig. So, dann dürfen wir gleich über Dresden Mitte fahren. Kilometer, wenn ich das richtig erblicke, ist natürlich etwas hin. Ich hoffe ja, dass man die Vectron auch im Personenverkehr einsetzen kann. Das wäre schön. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Eine richtig schöne Lok, kann man nichts anderes zu sagen.
fahre übrigens einen Autozug. Auch mal sehr nice. Auch noch richtig Wert am Haken. So, ich würde ja gerne schneller fahren, aber ich glaube, schneller als 100 können wir uns gar nicht erlauben. Tippe ich jetzt mal so. So, da steht ein anderer Güterzug. Schalten hier. Wisst ihr was? Ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen schneller zu fahren. Vielleicht dürfen wir ja wenigstens 120. So, Vectron Level 3 immerhin schon. Mehr als eine Zwangsbremsung kann ja nicht passieren. Über 100 dürfen wir auf jeden Fall schon mal. Passiert noch nichts. Ich tippe um 120 dürfen wir auf jeden Fall fahren. Wir haben ja kein Gefahrgut am Haken, sondern Autos. Von denen geht jetzt nicht so eine hohe Gefahr aus. So, 120 haben wir jetzt gleich. Jetzt ist sowieso ein bisschen bergauf. Haben wir. Noch passiert nichts. Super. Und Foto. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, noch 28 Kilometer bis zum nächsten, Überfahrt. So, wir fahren 121, nichts passiert. Lassen wir das erstmal so. Das Einzige, was hier piept, ist die SIFA, weil logischerweise. So, fahren wir schön den Berg hoch. Beziehungsweise wir haben Gefälle, das ist ja gar kein Berg mehr, jetzt haben wir Gefälle. Oh, jetzt sind wir zu schnell. Ihr merkt's. Also 125 dürfen wir nicht fahren. Gut, dann haben wir das geklärt. Da fing die PCB an zu botzen. Ihr habt es vielleicht gesehen in dem Display rechts, da war dieses G zu sehen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die PCB das nicht so mag, dass wir zu schnell werden. Mit unserem Güterzug. Dementsprechend weiß ich jetzt Bescheid, okay, 125 ist dann doch zu schnell. Also wir haben eine Toleranz von 5 km/h, bzw. 4 km/h und ab dem 5. km/h über 120 gibt es Gemecker von der PCB. Alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid. Bewegen wir uns jetzt so 120, zwischen 120 und 124 so um den Dreh. Ich denke, das ist auch noch schnell genug. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr TSW findet, wie ihr mit den Features zufrieden seid, ob es euren Vorstellungen entsprochen hat, wie ihr das Spiel findet, wie ihr die neuen Züge findet, die neuen Strecken findet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie
eure Erfahrungen da sind. Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich habe die S-Bahn auf der Vorarlberg-Strecke noch nicht gefahren. Werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Natürlich mit euch. Aber mir gefällt es bisher. Vor allem die Vectron. Eine sehr, sehr schöne Lok. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, wo ich hier den AFB-Schalter finde, weil wo ein AFB-Schalter ist, beziehungsweise ein AFB-Regler, muss es auch einen AFB-Einschalter geben. Den habe ich aber allerdings noch nicht gefunden. Ein bisschen aufschalten hier. 120 dürfen wir immerhin. Das ist noch gleich 20 Kilometer bis Dresden. Sollen wir an einem Ort anhalten und das Szenario beenden. Sehr, sehr nice. Jetzt sieht man es auch ganz deutlich, 22 Kilometer noch. Das altbekannte Zeichen, was es ja schon im TSW 3 gab. Ein bisschen Leistung zurücknehmen hier, das wäre aber zu schnell. Wie gesagt, ich wünsche mir echt, dass man die Vectron in Personenverkehr einsetzen kann. Vielleicht vor einem IC oder vor einem RE, das wäre schon nice. Das wäre schon echt nice. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Also wenn man in die Zughalle geht und sich die Vectron aussucht, kann man nur Güterzüge nehmen. Kann man auch nur zwei Strecken nehmen, Nahverkehr Dresden und halt Vorarlberg in Österreich. Andere Strecken sind noch nicht möglich zu befahren mit der Vectron. Und man muss hier so ein bisschen mit dem Leistungsregler spielen, damit man nicht zu schnell wird und auch eine Steigung nicht zu langsam. Ich habe auch dynamisches Wetter eingestellt. Ich bin echt gespannt, wenn es anfängt zu regnen, wie sich das verhält. Wie da der Realismus ist. Vielleicht kommt das hin. Es bezieht sich auf jeden Fall etwas. Wenn ihr seht, es ist nicht mehr so sonnig wie am Anfang. Und vielleicht dürfen wir 140, aber das hat für uns sowieso keine Aussagekraft, weil, wie gesagt, wir dürfen ja nicht schneller als 124, von daher hat sich das. Das ist also die Vectron von innen. Scheint Rauchmelder oder sowas zu sein. Ja, was ist das? Könnt ihr mir sagen, was das hier sein soll? Ich weiß das leider nicht. Übrigens VMAX 200 hat diese Lok. Das sind nur so am Rande. Maschinenraum wird man wahrscheinlich nicht betreten können, der war mir klar. Nur 17 Kilometer. Oh, ein bisschen langsam geworden. Mit 7, das ist aber ein bisschen arg langsam. Ein bisschen zu linear. Schön.
oder Grünwuchs auf den Gleisen. Jetzt noch 16 Kilometer, 15. Bis Dresden Mitte Gleis 5 werden wir dann den wieder überfahren bzw. durchfahren und dann an einem Ort, ich schätze mal Nebengleis, unseren Zug zum Halten bringen und dort dann wahrscheinlich dieses, unser erstes Szenario in neuen Chasing World beenden. Teil 4, Wahnsinn. Schnell geht das. Teil 4 sind wir schon angelangt. DTSW3, hallo TSW4, Folge 1. Donnerstag, 21. September 2023, Punkt 19 Uhr hatte ich das bei mir angefangen runterzuladen. Das hat dann ungefähr 20 Minuten geladen. Ja, das dauert alles natürlich seine Zeit. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall, ihr habt es ja am Anfang gesehen, ihr könnt dann mittels eurer E-Mail-Adresse, eures Passworts, auf jeden Fall dann euer Profil von TSW3 übernehmen. Dann habt ihr alle Strecken, alle Züge, die ihr bis dahin auch in TSW3 hattet, habt ihr dann zur Verfügung. Zugbeeinflussung. Achso, 130. Trifft uns ja gar nicht. Weil es ein klein bisschen irritiert. Und dann könnt ihr auf jeden Fall dann mit euren Zügen und euren Strecken, die ihr bis dahin auch im TSW3 hattet, übernehmen und dann halt auch hier fahren. Im neuen Teil. Das ist eigentlich ganz einfach. Wird auch Schritt für Schritt erklärt, was ihr. Ihr werdet dann gefragt, ob ihr das so haben möchtet, ob ihr das übernehmen möchtet und so weiter und so fort. Und ja. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Oh, jetzt sind mittlerweile nur noch 12 Kilometer. Das ist doch relativ schnell. So, was haben wir denn jetzt hier an Geschwindigkeiten? 130, 160. Das trifft uns einfach alles noch gar nicht. Und immer noch drunter. Geiles Bild, oder? Absolut geiles Bild. Sorry, aber ist einfach so. Mega geil. Ist ja auch gar kein Ende zu sehen da hinten. Überhaupt noch nicht. Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. Wie lange ist. Mega geil. So, wir sind immer noch voll in Geschwindigkeit soll. Beziehungsweise nicht zu schnell, nicht zu langsam. Alles im grünen Bereich. Leistung zurücknehmen. Wir sind schon wieder bei 23. Ihr wisst ja, mehr als 124 dürfen wir nicht fahren. Bei 125 fängt die PTB an zu motzen. So, was kommt da? Ein RE! Oh, geil. Sehr schön. Also ihr seht, auch der ist hier zu sehen im TSW 4. Ganz normal, wie auch im TSW 3. Gibt es natürlich, wenn ihr natürlich im Besitz der notwendigen DSC-Seite, jetzt sind natürlich auch die altbekannten Züge zu sehen, die schon TSW 3 zu sehen gab. RE, WL 146, Justus und so weiter. Also das bleibt auf jeden Fall. Ja, ich habe noch gedrückt. Wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall euer Profil von TSW 3 übernehmen. Mittels eurer E-Mail und mittels eures Passworts, das wäre 181, war das jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht. Ne, gar nicht. 85, sorry. Also mittels eurer E-Mail und mittels eures Passworts könnt ihr dann auf jeden Fall euer Profil von TSW 3 übernehmen und behaltet auch die Level, das Level, was ihr bis dahin
erspielt habt, bleibt auf jeden Fall erhalten. Also ihr müsst ja nicht wieder von vorne anfangen. Aber das könnt ihr natürlich individuell machen, so wie ihr es wollt. Ihr könnt auch gerne von vorne anfangen, das bleibt euch überlassen. Ich für meinen Teil habe es übernommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen langsam werde. Ja, und wie gesagt, dann habt ihr eure Züge, eure Strecken, eure Fortschritte, die ihr bis dahin gemacht habt, habt ihr dann automatisch im vierten Teil. Und ja, dann wird das praktisch übernommen. Neu ist natürlich jetzt hier an diesem Teil, wie gesagt, die Vectron, die Strecke Vorarlberg mit der S-Bahn und das Upgrade hier in der Strecke Dresden, und noch so ein paar andere Features. Ihr seht ja selber hier im Menü, ihr seht ja, wie es aufgebaut ist. Ja, jetzt ist das nicht mehr. Ich finde, diese KMH-Zahl ist, die war ja vorher rechts. Da war ja vorher unten rechts so ein Tacho, sage ich jetzt einfach mal so. Irgendwann konnte man sehen, wie schnell man gefahren ist. Oh, was ist jetzt kaputt? Super, zu schnell. Ich werde zu schnell. Ich war zu schnell. Zugbeeinflussung. Aber das ist jetzt kaputt. Habe ich den jetzt noch gerettet? Ja, ich habe den gerettet. Bremse angelegt. Ich war zu schnell. Habt ihr es gemerkt, da gab es die Zwangsmanöver. Das war das Problem. Wo war ich denn stehen geblieben? Das wollte ich noch sagen. Das ist die Bremse nicht warm gelegt. Da musste man halt die Bremse mal einmal betätigen, ob die nicht warm gelegt ist. Okay, das muss man alles lernen bei den neuen Zügen, bei der neuen Lok. Ja, wie gesagt, neues jetzt hier an dem Teil, wie gesagt, die Vectron, die S-Bahn Vorarlberg und die Strecke Vorarlberg Österreich, zum ersten Mal in Österreich. Das gab es ja vorher auch noch nie. Und natürlich einige Features, wie gesagt, das Upgrade der Strecke Riesa Dresden. Dann hier, wie gesagt, dass die KMH-Zahl jetzt oben links zu sehen ist. Zugbeeinflussung. Wird nicht mehr unten rechts als Tacho, sondern oben links. Und auch die Entfernung bzw. das Gefälle war ja sonst in meinem Tacho angegeben. Drin. Das ist jetzt hier, wie gesagt, neben der Geschwindigkeitsanzeige oben links. Ihr seht es ja selber, brauche ich ja nicht groß erklären. Und halt der Balken, der Balken da neben dem Pfeil da, der die Entfernung bzw. die Entfernung zum Ziel angibt. Solange der schwarz-weiß ist, sind wir noch weit genug vom Ziel entfernt. Wenn er sich rot färbt, beginnt abzulaufen, dann nähern wir uns dem Ziel. Das heißt, wir sollten dann langsam mal anfangen zu bremsen. Weil das Ziel nicht mal allzu weit entfernt ist. Ich finde, das ist sehr gut gemacht. So, wir haben jetzt noch 3,2 Kilometer bis Dresden Mitte. Dass wir den Ort überfahren sollen. Und danach sollen wir dann den Zug wahrscheinlich in einem Nebengleis oder auf einem Nebengleis abstellen. Tippe ich jetzt einfach mal. So, 80 gleich, das heißt, wir werden schon mal in die Bremse gehen. Nicht, dass wir gleich zu schnell sind. 20 Ach, verfluchte. Zwangsbremsung. Ja, jetzt habe ich den Taster nicht gedrückt. Da, das war meine Schuld. Alles klar. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe jetzt auf die Bremse, auf die Geschwindigkeit geguckt. Ja, ist ja gut. So, unsere erste Zwangsbremsung im TSW4 haben wir dann auch erreicht. Haben wir auch mitgenommen. Natürlich, muss ja sein. Das muss ja sein, natürlich. Ach nein, haben wir die auch schon mitgenommen. Perfekt. Gehört dazu. Zugbeeinflussung. So, was haben wir denn jetzt hier? Eigentlich wirklich. Zugbeeinflussung. Ja, ist ja gut jetzt. So. Aus. Bremse ist angelegt, das heißt. Angleicher aktiviert. So, jetzt können wir erstmal loslegen hier.
jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal hier die Bremse mit den Dings lösen. Bremse lösen. Ja. Jetzt geht's auch weiter. Es fängt an zu regnen. Tatsächlich, es ging ja doch noch Regen mit. Wollen wir ja gleich die Scheibenwischer ausprobieren. Machen wir sie. Andere Seite wahrscheinlich war das. Genau. Unregelmäßig machen wir erstmal. Das richtet es ja nun auch noch nicht. Sind wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir gleich die nächste Zwangse. So, jetzt können wir uns auch befreien. Wir erstmal wieder raus aus der PCB-Überwachung. Auch bis 80 auch beschleunigen, zumindest ohne dass irgendetwas passiert. So, dann haben wir wieder alles mitgenommen, was dabei dazugehört. Zwangsbremse inklusive. Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt überhaupt noch? 2,5, wenn wir da sind. So, da gibt es wieder was zu quittieren, oder? Nee. Gut. So, da fährt wieder ein RE. Wieder geschoben. Wieder mit einer BR146 hinten dran. Als schiebendes Organ. Kann man das so nennen? Schiebendes Organ, ich weiß es nicht. So, fahren jetzt hier langsam in Dresden ein. Bin ich ein wenig Verspätung der Zwangsbremse geschuldet. Und nichtsdestotrotz war das, glaube ich, soweit ganz gut gemacht, würde ich sagen. So, das dürfte Neustadt sein. Ich mich jetzt nicht ganz irre. Erkennen können an gewissen Aufschriften. Ja, ist Neustadt. Ihr seht es da links, dieses Zeichen. Die große Schrift, die da vorhanden ist an beiden Seiten. Da erkennt man ganz gut, dass man sich in Neustadt befindet. Super. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung haben wir jetzt gleich 60. Das heißt, wir nehmen schon ein bisschen Geschwindigkeit weg. Viele zu schnell sind gleich. So, dann machen wir den Kombi eben mal aus. Mal ein bisschen rollen hier. Ich glaube, das ist auch mal keine schlechte Idee. Zu quittieren gibt es, glaube ich, noch nichts, oder? Nee. Wir nähern uns jetzt auch so langsam dem Ziel. Ihr seht es dort links, der Balken hat sich rot gefärbt und läuft da unten ab. Das heißt, wir nähern uns dem Ziel unmittelbar. So. Vorne ist das Ziel, was wir überfahren sollen. Hier ist die Mitte. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Da haben wir auf jeden Fall ein gelbes Vorsignal. Ihr seht es dort rechts oben in der Grafik, neben der 60 oder hinter der 60. Da kommt so ein gelber Punkt, das ist das gelbes Vorsignal. So, hier ist wahrscheinlich quittierpflichtig. Ja. Zugbeeinflussung. Sehr gut, den haben wir diesmal beachtet. Erfüllt. An einem Ort anhalten, wie angezeigt. 2,1 Kilometer alle immerhin noch bis dorthin. So. Ist wahrscheinlich wieder quittierpflichtig. Ja, die 60 bestätigen.
Nee, doch nicht. Zugbeeinflussung. Wir machen es einfach mal. Man weiß ja nie. So, 60 haben wir auf jeden Fall erreicht. Würde ich mal sagen. Zugbeeinflussung. Also ich habe den falschen Taster gedrückt. Siefer soll ich ja drücken. Zugbeeinflussung. 70 soll man nicht überschreiten. Das tun wir nicht. Ein bisschen Leistung dazugeben. Jetzt bleiben wir gleich stehen. Über die Steigung. Sonst wäre zu schnell. So, da vorne kommt das gelbe Vorsignal, da müssen wir eh langsamer werden. Ich wahrscheinlich dann 40. Schon mal ein bisschen vorbremsen. Wahrscheinlich vom roten Signal dürfen wir nicht schneller als 40 sein. Ist sogar noch langsamer. Zugbeeinflussung. Haltesignal zu fahren. Ist jetzt auch nicht mehr so lang, ein paar hundert Meter noch. So, haben wir auch erreicht. Ein bisschen langsamer werden. Direkt mit dem Güterzug. Zugbeeinflussung. So, 24, so jetzt. Ah, ein bisschen runter noch. Ein noch runter. So. Dann fahren wir jetzt schön gemütlich aufs Nebengleis bzw. ans rote Signal ran, aber nicht drüber. Immer so ein bisschen Schiss, dass man da zu weit fährt und dann ist das gewesen. Und noch haben wir 300 Meter. Wahrscheinlich wird jetzt gleich noch der 500 Hertz Magnet aktiv, gehe ich mal ganz stark von aus. Da vorne können wir auf jeden Fall noch fahren. Ein bisschen aufschalten müssen wir, sonst bleiben wir gleich komplett stehen. Zugbeeinflussung. Dann bleiben sie einfach 50. Zugbeeinflussung. Jetzt gehen wir so ein bisschen an das Ziel heran. Ja, 11 Meter, 10 Meter, ich denke, das passt. Oder? Ah, schade, eben nicht. Eben nicht. Noch ein bisschen ranfahren. Doch noch zu. Ja, noch mehr? Oder hat es ihn jetzt überhaupt? Noch mehr, 3 Meter, mein Gott, wir wollen es aber auch genau haben. Wir wollen es aber wirklich genau haben. Na komm.
Ein paar Meter noch. Kann das nicht wahr sein? Komm schon. Jetzt kack nicht ab hier. Ja, komm, 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 ein bisschen noch. Endlich, meine Güte. Ein bisschen lange dauert. So, das war unser erstes Szenario. Vielleicht noch ein bisschen holprig. Silbermedaille haben wir ja bekommen, immerhin. Ja, das war unser erstes Szenario mit Chain Sim World 4 oder von Chain Sim World 4. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich kann euch ja noch mal so ein bisschen das Menü zeigen. Ich würde sagen, gehen wir mal zum Hauptmenü. Gucken wir uns das noch mal so ein bisschen an. Reise beginnen. Nein, das wollte ich. Ach Mist, das wollte ich gar nicht. Sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte was ganz was anderes. Ja, sorry, das war jetzt so nicht gewollt. Das war jetzt keine Absicht. Ach komm, lad doch. Ach, komm schon. Also das mit dem Ladebildschirm, das sollten Sie auch in den Griff kriegen. Das ist ein bisschen lang, meiner Meinung nach. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Okay, load passengers. Tja, was soll ich loaden, wenn kein Zug da ist? Dann lassen wir das mal. Gehen wir mal auf Hauptmenü. So, Strecke auswählen. S-Bahn Vorarlberg. Gibt ja jetzt Szenario. Das sind also die. Sind also die Szenarien in Österreich. Also da kommt nicht, da sind echt interessante Szenarien dabei. Das sind zum Beispiel ja die amerikanischen und englischen Szenarien. Der Nahverkehr Dresden, Nahverkehr Dresden, East Köln, ihr wisst Bescheid, ne? Problem, das sind ja alles so Sachen, die kennt man natürlich schon. Ja, Fuß, dann gibt es hier, ja, wie gesagt, das nächste Szenario wird dann wahrscheinlich mit der S-Bahn Vorarlberg sein, aber fürs Erste war es das von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das allererste Szenario von Train Sim World 4, der Danny spielt das. Wie gesagt, es gibt noch einiges mehr. Freut euch drauf. Ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Video wieder mit dabei. Kommentiert fleißig. Ich hoffe auf zahlreiche Aufrufe. Sagt, was euch gefallen hat. Schreibt eure Erfahrungen drunter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das war's fürs Erste von mir mit Train Sim World 4, dem ersten Szenario. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Hier gibt es übrigens noch die Flying Scotman. Das ist ja auch noch eine neue Lok. Also ihr seht es, ne? Der ist neu. Der ist ja eigentlich nicht neu, aber ja, egal. Der ist neu, der ist neu und der ist neu. Ja, hier gibt es noch so ein paar. Ne, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen
Donnerstagabend, ich für meinen Teil habe jetzt Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.